Hallo und willkommen. In diesem Video zeigen wir, wie man ein Installateurkonto erstellt und die erste Anlage anlegt. Öffnen Sie die Solus Cloud App auf Ihrem Handy und wählen Sie die Registrierung in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie Organisation. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und den Verifizierungscode, den Sie in Ihrer E-Mail erhalten. Geben Sie Benutzername und Passwort ein. Klicken Sie auf Registrieren und Ihr Konto wird erfolgreich angelegt. Melden Sie sich an, um zur Anlage zu gelangen. Klicken Sie auf das Pluszeichen oben rechts, um Ihre neue Anlage hinzuzufügen. Füllen Sie die Informationen zur Anlage aus. Sie können die Karte nutzen, um Ihre Adresse zu finden. Legen Sie Preis pro Kilowattstunde fest. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Besitzers ein, damit eine E-Mail gesendet wird, die ihn über die neue Anlage informiert. Tippen Sie dann auf Weiter. Bestätigen Sie die Zuordnung und stellen die Zeitzone ein. Nach der Zeitzoneneinstellung stellen Sie Ihre Währung ein. Danach tippen Sie auf Fertig. Nun sehen Sie die Informationen zur Anlage. Überprüfen Sie diese und klicken Sie auf Anlage erstellen, um den Vorgang abzuschließen. Klicken Sie auf Anlage anzeigen, um zurückzukehren. Der Bildschirm fragt nach dem Datenlogger. Wählen Sie Hinzufügen. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die Seriennummer ein, um den Datenlogger hinzuzufügen. Geben Sie die Seriennummer des Loggers ein und wählen Sie OK oben rechts. Klicken Sie auf OK, dann steht erfolgreich verbunden. Fügen Sie einen weiteren Logger hinzu oder sehen Sie Ihre Anlage. Wenn Sie Hilfe benötigen sollten, kontaktieren Sie bitte unseren Service Support. Danke fürs Zuschauen.